Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest Heroes. Die letzte Folge ist schon etwas her, als ich die aufgenommen habe. Hatte ja letztes Mal einiges vorproduziert. Ich versuche trotzdem ein bisschen was zusammenzufassen. Also in der letzten Folge haben wir das oberste Stockwerk des Turms erreicht, denn wir mussten zum Orakel, um mit der Göttin zu sprechen. Sie sagte uns, dass es einen Weg gibt, Rita und den Weltenbaum zu retten, doch leider sind wir noch nicht imstande, dies zu tun. Wir benötigen eine größere Macht, die wahre Macht des Lichtes, um das tun zu können. Sie sagte auch, wo wir hin müssen. Da werden wir heute auch hingehen in der heutigen Folge. Ich habe vor, hier mit der Hauptstory weiterzumachen. Wir haben aber auch in der letzten Folge, so ziemlich am Ende, uns mit den Missionen auseinandergesetzt. Wie sieht es denn eigentlich so mit unserem Geld aus? Ja, ist nicht so der Burner, ne? Ich würde trotzdem mal gucken, was wir da noch uns vielleicht an Waffen kaufen können. Ne? Wäre vielleicht eine Idee. Doric, Isla und Carol, die bleiben bei uns, bis wir Stufe 30 erreicht haben. Und dann werden wir unsere Gruppenmitglieder dann nochmal austauschen. So, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich die restlichen Missionen hier annehmen möchte, denn andere haben wir ja schon bereits erfüllt, Missionen annehmen. So, ich müsste das hier nur nochmal lesen. Auftraggeber Isla, ich habe ein paar Ideen, wie ich den Prototyp verbessern könnte, den ich dir gegeben habe. Leider kann ich nicht ins Institut, weil ein Steingolem einen Monsteraufstand angezettelt hat und Ingenieur abgeriegelt wurde. Wenn du den redelst... Was? Den Rädelsführer ausschaltest, fliehen seine Kumpane sicher. Kriegst du das hin? Easy, klar kriege ich das hin. Höher, schneller, weiter, 3 angenommen. Höher, schneller, weiter, okay. Ist klar. Jawohl, dankeschön. So, tiefere Taschen 2, Auftraggeber Frau aus dem Beutelladen. Ich bewundere dich zutiefst, also wollte ich einen Beutel für dich maßschneidern, in dem du noch mehr Ausrüstung herumtragen kannst. Aber, ach je, als ich mich gerade an die Arbeit machen wollte, wurde Steinheim von Monstern angegriffen und jetzt finde ich keine Ruhe. Du musst sie vertreiben. Okay, das könnte dann mit der Hauptstory dann vielleicht doch noch ein bisschen knapp werden, ne? Ich würde nämlich schon gerne die ganzen Missionen erstmal erledigen, bevor ich hier mit der Hauptstory weitermache. Aber wir sehen mal, vielleicht geht es ja dann doch vielleicht schneller als gedacht. Oh, wie schön, habe ich noch gedacht, als ich herrliche rosa Wolken am Himmel gesehen habe. Aber es waren keine Wolken, es waren Fledersäue. Es müssen mindestens 100 gewesen sein. Die hacken was aus. Und du musst es im... Was? Und du musst es im Keim ersticken, bevor jemand zu Schaden kommt. Also ich denke mal, dass ich jetzt 100 Fledersäue bekämpfen muss. Zumindest hört sich das für mich so an. Auftraggeber Schlafender Schönling. Ich hielt gerade ein Schläfchen unter einem Baum, als ein paar Mini-Dämonen anfingen, mich mit ihren Heugabeln zu triezen. Als ich aufsprang, zeigten mir die frechen Biester die Zunge und gaben Fersengeld. Tut mir einen Gefallen und gebt 80 Mini-Dämonen eins auf die Mütze. Das wird ihnen eine Lehre sein. Die Mini-Dämonen, okay, die müsste ich mir anschauen. Vielleicht habe ich dann Glück und weiß, wo ich die zuordnen kann. Mit Glück. Mission annehmen? Siester sorgen. Auftraggeber Schlafender Schön... Ach so, ich habe schon 8 Aufträge. Okay, alles klar. Ja, mach's gut. Okay, aber einige davon kann ich doch wirklich... Bei Verschiedenes war das, ne? Talentpunkte zuweisen? Ach nö, ich sammle noch ein bisschen. Mission einsehen. Steingolem. Tiefe Taschen. Eines auf den Hut. Eine Horde Monster hat Sylvania. Ach ja. Das war ein bisschen schwer, ne? Da bin ich doch gestorben. Rosige Aussichten, das ist das mit den Fledersäuen. So, Moment, ich wollte... Jetzt bin ich hier wieder zu schnell gewesen. Ich wollte mir doch... Das Monster mit den Gabel... Wollte mit den Gabel... Hax... Nee. Drachenhaut benötige ich hier. Hier benötige ich Glitchkraut. Eine Horde Monster... Nee, das war das nicht. Welches... Ach so, das konnte ich ja gar nicht annehmen. Oh, wie doof. Hammerkreuze. Das sind die gelben mit dem Hammer. Ist das richtig? Das werden wir gleich sehen. Kampfarchiv. Monster. So. Dann schauen wir mal. Klunkerbeutel. Jetzt habe ich doch den Namen. Mini-Dämon.
Das sind die von dem anderen Auftrag. Das hier ist der Steingolem, der jetzt da irgendwo am Rumwüsten ist. Jetzt habe ich doch den Namen von den anderen vergessen. Steinwächter? Nee. Hammerkauz. War das der Hammerkauz? Sagten die Hammerkauz? Moment, ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Schlundwärter. Ach ja, hier diese Kollegen. Nee, das müsste ja gewesen sein. Gut. Kümmere ich mich gleich drum? Hier tue ich nichts. Hier tue ich nichts. Hier. Mache ich doch einfach mal mit dir hier weiter. Genau. So, dann haben wir hier einmal einen Brief von Gina. Ich stehe tief in deiner Schuld. Jetzt, da du diese frechen Kobolde für mich zurechtgestutzt hast, können meine Blumenbeete endlich aufatmen. Ich will heute noch neue Samen einpflanzen. Mal sehen. Soll ich mich für Tulpen oder Lilien entscheiden? Ach, mir ist ganz Blümerant? Vor Aufregung. Das habe ich auch noch nie gehört. Silvanias eifrigste Blumenfreundin Gina. Der Schankwirt. Jetzt, da diese Lachsäcke erledigt sind, habe ich endlich meine Lachanfälle in den Griff bekommen. Puh, ich dachte schon, ich müsste mich in meinem zarten Alter totlachen. Ich darf nur nie wieder an ihre urkomischen Grimassen denken. Sonst... Haha, nein, nein. Verflucht sei mein... Haha, fotografisches Gedächtnis. Oh nein. Mit freundlichen Haha-Grüßen. Haha, Gehkischer Schankwirt. Ja, der hat jetzt noch einiges zu lachen. Wie mir scheint. Gauner. Wieder was gelernt. Ah ja. Hallo Freund, danke, dass du mir das Eisenerz gebracht hast, wo ich dich drum gebeten habe. Jedes Mal, wenn ich es angucke, lerne ich was Neues. Vielleicht sollte ich auch was über andere Steine und Zeug rauskriegen. Danke Freund. Ehrgeizige Grüße, bekehrter Gauner. Das Mädchen. So kalt und köstlich. Brrr. Hirnfrost. Oh nee, das ist eklig. Ich habe all die Eiskristalle aufgebraucht, die du mir gebracht hast. Und die Eiscreme, die ich daraus gemacht habe, lässt mir kalte Schauer über den ganzen Körper laufen. Dafür schmeckt sie einfach köstlich. Also ich bin sehr zufrieden. Danke. Meine Freunde werden neidisch sein. Deine Lieblingsnaschkatze. Freut mich, dass ich euch glücklich machen konnte. So, genau. Dann wollen wir doch mal hier gucken. Ne, ich wollte ein bisschen Geld ausgeben. Ja, Waffen und Schilde. So, ich gucke jetzt erstmal, was du hier noch so verkäufst. Schnittbumerang. Der ist aber sehr expensive. Mein lieber Scholli, da lasse ich mal die Finger mal noch vorerst weg. Drachenfäuste lasse ich auch weg. Ich würde gern was kaufen, was jetzt aktuell nützlich für uns wäre. Und, ah, Moment hier, Silberschild. Das wäre nützlich. Okay. Ja. Lucien. Oh, ich könnte es auch Vincent geben. Ne, wir geben es Lucien. Lucien ist ja jetzt hier mit dabei. Ist ganz schön sauber, ne? Das spiegelt ganz schön. Okay. Moment, kaufen. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Geld ausgeben. So, hier, Koboldstab. Ach, schade, zu teuer. Wüstenwindzepter. Ja, das könnte man doch... Moment, nein, möchte ich nicht. Ich möchte erstmal gucken, wer das haben möchte. Für Nera. Okay, Nera, das bekommst du gekauft, weil wir uns das halt noch leisten können. Und darfst du hier auch direkt ausrüsten, ne? Dann haben wir, sobald du irgendwann demnächst mal irgendwann in die Gruppe kommst, hast du damit richtig viel Spaß. So, mit dir spreche ich nicht, weil ich möchte ja erstmal, ne, mit den Missionen hier weitermachen erstmal. So, Ingenieur, das ist dieser Steingolem, ne? Und hier in Silvania ist das, glaube ich, gewesen, ne? Hier ist noch eine Mission, bei der ich doch gescheitert bin. Und in Steinheim haben wir noch eine. Was war das hier in Steinheim? Tiefere Taschen. Steinheim wird erneut von Monstern bedroht und die Mitarbeiter des dortigen Beutelladens haben dir einen noch besseren Ausrüstungsbeutel versprochen, wenn du die Stadt rettest. Zieh los und bring die Mission zum Abschluss. Ja gut, dann machen wir das jetzt einfach mal. So, ich bin gespannt, ob ich das noch hinbekomme. Ich würde hier gerne nochmal wechseln. In der letzten Folge habe ich mit Lucien viel gespielt, ne? Ich würde jetzt einfach mal mit Doric spielen. Oh, was ist denn hier los? Drei Bosse. Höllengladiator. Okay, dann komm doch einfach mal her. Wir werden schon irgendwie dich runterbekommen.
Abwehrkraft erhöht. Oh, aufpassen. Ja, ich hab's gesehen, da hinten ist eine Kiste. Da hinten ist eine Kiste, die möchte ich haben. Geh doch mal weg. Geh doch mal kurz zur Seite. Meine Güte. So, okay. Und königliche Erde erhalten. Dann wird hier bestimmt noch eine Kiste sein. Ich werde jetzt mal gerade noch schnell eine Runde laufen. Ja. Ob sich von denen wohl eine in eine Münze verwandelt, wenn wir die bekämpft haben? Das wäre dann schon nice. Aber das wäre dann, glaube ich, auch ein bisschen zu einfach. Ich glaube, das wird nichts. Moment, ist hier eine Kiste? Nee. Ah, dann gab es hier scheinbar nur eine Kiste. Okay. Besser eine als keine. So, Höllengladiator. Mit dem würde ich gerne mal anfangen. Den würde ich hier gerne erstmal aus dem Weg räumen. Super, ich bin hier gerade... Oh, doppelte Angriffskraft oder Angriffsverstärkung. Oh, shit. Moment. Oh, Scheibenkleister. Was kann ich denn? Königlicher Koller, wenn man mich lässt? Ja. Das war doch nice. Ist das immer noch von mir? Das war so das Nachbeben. Nee, Kälte-Kombo. Zack. Sehr gut. Und weitermachen. So, aufpassen. Irgendjemand hat gar nicht mehr so viel. Zumindest hat das mal gerade so ausgesehen. Irgendjemand... Ja, dann habe ich das richtig gesehen. Aha. Der Königsschleim ist es. Okay. So, du bist der Nächste, um den ich mich kümmere. Zack, 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 zack. Das schaffen wir. Perfekt. Oh, das sieht aus, als wäre der Troll. Achso, nee. Oh, Scheiben. Ja, okay. Wow. Ja, ja, ich weiß, das hättest du gerne. Erlösung. Oh, das bringt aber... Achso, das ist dafür da, dass die alle... Ne? An eine Stelle kommen. Königlicher Koller. Schwungstein. Oh, oh. Was hat das jetzt gebracht? Königlicher Koller setze ich dann jetzt ein. So, und habe jetzt auch gar nichts mehr. Wir haben ihn. Oder? Ich habe den Troll erledigt. Oh nein, das ist gar nicht gut. Moment, ich komme, Doric. So. Ich bin da. Das hättest du wohl gerne. Oh, ich möchte das hier mitnehmen. Was habe ich da gerade aufgesammelt? Klopp-Käppchen erhalten. So, den hätten wir auch. Und das war's schon? Haben wir die Mission jetzt schon erfüllt? Stufenaufstieg, Doric. Ja, wunderbar. Haben wir es geschafft? Mission erfüllt. Sing for joy, friends. Victory is ours. Ja, einfacher geht's doch gar nicht. Mal gespannt, was wir jetzt noch an Talentpunkte bekommen. Ist ja jetzt nur Doric, ne? Das ist der einzige gewesen, der hier eine Stufe aufgestiegen ist. 7 Talentpunkte, 113 Goldmünzen, königliche Erde und Klopp-Käppchen. Super, ja, ich weiß, ich könnte den Auftrag jetzt abschließen, aber ich möchte jetzt erstmal den nächsten Auftrag erledigen. So, dann haben wir... Moment, was war denn hier nochmal? So, höher, schneller, weiter, Nummer 3, genau. Ein Steingolem und seine Schergen hindern Ayla daran, ihr Labor zu betreten und an ihrem Monstermedaillenmechanismus zu feilen. Du wirst die Dickschädel dezimieren müssen. Zieh los und bring die Mission zum Abschluss. Ei, ei, machen wir. Ingenieur, da sind wir doch schon. Okay, Moment, ich wollte hier nochmal wechseln. Komm, ich spiele mal mit dir jetzt mit dieser Mission hier. In Schlaf versetzt. Och nee, das fängt ja auch schon wieder richtig cool an hier. So, da hinten ist ein Steingolem. Also zumindest sehe ich mal die Buchstaben davon. So. Gibt's hier irgendwo? Es gibt hier hundertprozentig irgendwo einen Schlundwärter. Muss ich irgendwas beschützen? Gut, dafür habe ich nämlich auch keine Zeit. So, mal sehen, ob das hier auch ein Schlundwärter ist, der hier hinten ist. Nee. Okay. Dann gibt es hier gar keinen Schlundwärter scheinbar. Das wäre mir natürlich auch schön. Hallo? Moment, Blitzableiter. Jawohl. So, weg mit dir. Sehr gut. Verwandel dich bitte in eine Medaille. Dankeschön. Dann kann ich dich nämlich jetzt da unten hinstellen und dann kannst du ab da jetzt deinen Posten bewachen. So, Moment, ich weiß, ich laufe hier wieder kreuz und quer und so. So, ich würde sagen, hier kann man den hinplatzieren. Wunderbar. Und dann können die sich da alle mit dem da auseinandersetzen. So, ein bisschen helfen werde ich ihm schon. So, weg mit euch. Genau, ich muss hier das mal kurz aktivieren. Zack.
Damit ich später hierhin teleportieren kann, falls irgendwas sein sollte. Sehr gut, Kiro. Gut, das ist unserer. Der wird zurechtkommen. Wir können einfach mal weiterziehen. Moment, ich helfe dir mal noch ein bisschen. Hier, zack. Super, hat doch wunderbar funktioniert. Oh, da hinten ist auch noch eine Münze. Ja, okay, gut, jetzt bleibt die da liegen. Wir müssen uns jetzt erstmal hier weiter nach vorne arbeiten. Mir gefällt dieser Angriff. Wir könnten aber mal gleich hier auch bei ihm mal gucken. Moment mal, ich werde mal eine Combo vielleicht, also eine Combo starten. Vielleicht kommt ja da was Tolles bei raus. Okay. Oh, die haben meinen Golem platt gemacht. Okay, kein Problem. Ich hole mir hier den nächsten. Oh, das ist Doric gewesen. Hey, na? Wow, ja, das habe ich kommen sehen. Ich versuche dann auch immer irgendwie wegzuspringen, aber das gelingt mir nicht so. Moment, ich sollte vielleicht... Ah, nee, okay, alles klar. Blitzableiter hat sich erledigt. Genau. So, lass deine Medaille da. Keine Medaille? Keine Medaille? Oh. Das bringt mir gerade meinen Plan so ein bisschen auseinander. Was haben wir da vorne liegen? Bestimmt nochmal so ein... Dieser Bomber da. Ich nenne die Bomber, die heißen aber eigentlich ganz anders, ne? Zack. Viel Spaß. Rollt einfach mal hier durch die Gegend wie eine Bowlingkugel. So, dich platziere ich hier hin. Und dann kannst du hier gegen eine deinen Kumpanen hier kämpfen. Ich möchte die ja... Oh, eine Minimedaille erhalten. Ich möchte die ja irgendwie ja schon alle erledigen am liebsten. So, zack. Hier ist auch noch eine Minimedaille. Hier noch ein Skelett. Wunderbar. Dann kann ich ja jetzt nochmal... Hallo, das würde ich gerne mitnehmen. Kann ich ja jetzt erst nochmal zurück. Da mein Steingolem ja nicht mehr da ist, muss ich mich dann jetzt da hinten um die kümmern. Ich dachte, mein Golem wird da vielleicht gut zurechtkommen. Ich meine, das sind schon viele gewesen, aber trotzdem. Habe ich gerade einen Drift drin oder was? Im Controller, das hat gerade so auf mich gewirkt. Aber das könnte hier auch die Kamera sein. Die einfach nur hier gerade ein bisschen... Ach so, wenn die Gegner hochfliegen, dann sind die anvisiert oder was? Oh, nee, das ist natürlich nicht so toll. Das möchte ich nicht. Aber ich hätte mich ja auch teleportieren können, ne? Deswegen haben wir doch das aktiviert. Das ist der eigentliche Grund gewesen. Naja, was soll's. Was ist denn mit dir los? Ich glaube, dir geht's ein bisschen zu gut hier. Zack. Ich mag das nicht, wenn die Kamera so hoch geht. Nein, hör auf damit. Wir werden diesen Angriff einfach nicht mehr tätigen. So, hier, der kann raus. Der wird hier mit den anderen zurechtkommen. So, und dann werde ich hier einfach mal... meine hohe Konzentration einsetzen. Ne? Zack. So, und dann kannst du mich jetzt auch nicht mehr wegboxen. Zack. War's das? Nee, noch nicht ganz. Zack. So läuft das. Okay, die anderen sollten zurechtkommen, hoffe ich doch mal. Moment, ich könnte... Oh, Scheiben, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Swag, 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 Swag. Das ist Swag-Zauber. Ja, da ist niemand. Aber trotzdem, netter Versuch. So. Ich weiß gar nicht, kämpfst du? Nee, du spuckst nur Feuer. Also kämpfen du da schon, aber ich dachte, der wird aber auch seinen Posten verteidigen. So, weg mit dir. Moment, hier könnte ich ja noch welche hinstellen. Moment, stell hier noch einen hin. Die sind nämlich alleine, die beiden. So, zack. Das würde ich aber gerne mitnehmen. Danke. Wollte der mich gerade angreifen? Hey, du gehörst doch zu mir. Nee, der bleibt da und kämpft und spuckt weiterhin Feuer. Ach, das ist ja wunderbar. Was ist hier mit dir los? Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Weg mit dir. Haben wir uns verstanden? Schön. Nee, der lebt ja immer noch. Okay, ich muss hier wechseln. Ich mag das nicht. Die Kamera, die macht mich ganz nervös. Das ist mir vorher nie so aufgefallen. Vielleicht sollte ich einfach einmal weniger die Viereck-Taste drücken. Dann passiert das auch nicht. Oder ich setze hier einfach mal andere Sachen ein. Mega-Stärkung. Zack. Und die Wolfsklaue. Super. So, und dann kann ich hier noch einen hinstellen. Dann können wir einfach weiterziehen. Kann ich mich hier ganz in Ruhe mich um dich hier kümmern. Da ist der Steingolem.
Ja, okay. Das mit dem ganzen Ruhe wird wohl auch nichts. Blitzableiter, zack. Das sind 150 gewesen, mein Freund. Genau. Leugt halt auch noch ordentlich aus. Super, das war's. Jawohl. Sehr schön. So, dann kümmer du dich mal hier um die Kleinen hier. So, in der Zeit kann ich mich hier um den anderen Steingolem kümmern. Blitzableiter. Haha, ich bin dieses Mal schneller gewesen, Herr Kollege. So, auch eine Münze. Komm, werd eine Münze. Aber was mir nichts bringen würde. Moment, du kommst raus. Und du kommst raus. So, jetzt kann ich sie nehmen. Ha, wo ist sie hin? Was ist mit der Münze passiert? Bin vergiftet. Das ist natürlich auch gar nicht toll. Wo ist meine Münze hin? Würde ich mal gern wissen. In Schlaf versetzt. Muss das sein? Komm, wach auf. Wach auf, Carol. Geh mir nicht auf den Keks. Was ist das da für eine Münze? Warte, ich helfe dir. Fledermausflügel. Oh. Hier so einen haben wir. Bitteschön. Ich weiß nicht mehr, was er tut. Ah, ja. Achso, nee? Hat er die vergiftet oder nicht? Was mit dir? Also ich wurde auf jeden Fall vergiftet. Ich weiß aber nicht von wem. Bestimmt von denen hier, oder? So, du hast das Monster gefunden, nachdem du gesucht hast. Ja, das habe ich schon gesehen, als wir hier hingekommen sind. Wow. Blitzableiter. Schnell. Zack. Na gut, Stein und Blitz. Eigentlich ja nicht so. Oh, 32. Aufpassen. Das hat gerade so ausgesehen, als wollte der rüberstürmen. Mega-Stärkung. Hey! Ich war hier gerade voll. Mega-Stärkung. Ah, das ist die Wolfsklaue Ultra. Ich erfinde wieder ein Kram hier. Das ist die... Ja, meine Abwehrkraft. Sehr gut. So, und jetzt gib's ihm. Ah, da vorne ist eine Medaille. Ja, die brauche ich jetzt auch nicht mehr zu holen. So, jetzt Konzentration. Und dann haben wir den Down, bevor ich das sogar einsetzen muss. Sehr schön. Und diese Mission wäre dann ebenfalls erledigt. Ich möchte das mitnehmen. Ich möchte alles mitnehmen. La la la, liegt hier noch was rum? Nein. Und eine weitere Mission abgeschlossen. Kann ich mich jetzt um die nächste kümmern? 3212 Erfahrungspunkte. 2556 Goldmünzen. Eine Mini-Medaille. So, jetzt werde ich die zwei schon mal gemeldet nehmen und die anderen annehmen. Jawohl. Missionen melden. Geschaffte Missionen melden. Höher, schneller, weiter. Bitteschön. Ist gemeldet. Und abgeschlossen. Lucian verfügt nun über 4 zusätzliche Plätze für Monster-Kupanen. Gibt es noch andere Missionen? Ja, die gibt es. Super. Kann ich jetzt noch mehr Münzen aufsammeln? Aufsammeln. Ich weiß nicht, warum ich das gerade eben so komisch ausgesprochen habe. So, tiefere Taschen. Ich kann jetzt mehr. So, was? Die Kapazität des Ausrüstungsbeutels von Lucian wurde um 100 erhöht. Ja, sehr schön. So, dann würde ich gerne weitere Missionen annehmen. Ah, Flatterfeder, Hübschhut, okay. Genau, das mit den 80 Mini-Dämonen, die würde ich gern annehmen. Siester Sorgen angenommen. Happy Hunting. Mitten in die Klunker. Auftraggeber Schatzsucher. Ich habe es mir ganz einfach vorgestellt. Ein paar Klunkerbeuteln, die Steinchen zu klauen. Fehlanzeige. Das Einzige, was ich mir von diesen knüppelharten Beuteln geholt habe, ist eine Abreibung. Du bist doch der Verteidiger des Königreichs, oder? Verpasst 60 von denen eine von mir. Klunkerbeuteln, okay, 60? Das kann ich ja auch machen und da würde ich euch dann halt rausschneiden. So wie ich das in der letzten Folge auch getan habe. So, Auftraggeber, spring ins Feld, was? Spring ins Feld, ach, spring ins Feld, ja, okay, ergibt Sinn. Wir waren draußen und haben Papierflieger geworfen, aber meine sind immer abgestürzt. Mein Freund hat gesagt, sie taugen nichts.
Dabei könnte ich den besten Flieger überhaupt fighten. Wenn ich nur Flatterfedern hätte, kannst du mir 2 von Hornflügelern bringen? Das wäre spitze. Das kann ich tun. Das kann ich tun. Die kann man bestimmt aber auch irgendwo kaufen, oder? Ja, hier bestimmt bei meinem Mini-Medaillensammler. Bei dem kann man alles für Mini-Medaillen kaufen. So, ich kann keine Mission mehr annehmen. Achso, ich konnte die auch schon gar nicht annehmen. Okay, alles klar. Super. Möchte trotzdem hier jetzt weitermachen mit den Missionen? Ingenieur. Moment mal, ich konnte doch hier die ganze Karte sehen. Sylvania. Soll ich mich da mal nochmal randrauen? Soll ich das mal nochmal probieren? Eines auf den Hut. Magi die Modistin hat dich gebeten, Sylvania von einer Gegnerschar zu befreien, die ihr Geschäft ruiniert, sodass den Einheimischen hutlose Zeiten drohen. Zieh los und bring die Mission zum Abschluss. Ach Gott, hutlos. Ich würde mich da ja auch komplett nackt fühlen. Okay, Sylvania. So, jetzt spiele ich mal aber mit Lucien hier. So. Musste ich hier jemanden beschützen? Nee, ne? Ich durfte nur nicht sterben. Glaube ich. Irgendwas war hier aber ganz ätzend. Irgendwas, ich weiß nur nicht mehr, was es war. Hallo? Der läuft auch irgendwie dahin, wo der mal gerade Bock hat. So, genau, das hier mitnehmen. Monster Copan, ganz genau. Geht das eigentlich bis über den kompletten Screen? Das wäre ja voll mega. Hier, Schleime. Schnell, die kaputt machen, bevor die hier sich zusammentun. Das wäre nicht toll. Abwehrkraft erhöht, danke. Warum vertragen die so viel? Ich möchte das nicht. Verschwindet bitte. Verschwindet. Ihr seid gefährlich. Qualitätssalz, Schleimtropfen erhalten. So, was zaubert der hier rum? Aufhören. Hier wird nicht mehr gezaubert. Oh, zum Glück. Oh nein, hier hat sich schon einer zusammengetan. Oh, das ist sicher... Weg! Oh, der springt jetzt auf mich. Oh, nö. Ich hasse die. Wenn die so auf mich drauf springen, Inferno heb. Weg. Okay, jetzt setze ich zack ein. Zick. Oh, oh. Ah, es hat aber noch gereicht. Eingefroren. Ist jemand gestorben? Das hat sich gerade so angehört. So, gibt es hier Schlundwärter? Hoffentlich nicht. Warum war das denn für mich so schwer? Irgendwas war doch hier. Wo ich mich doch so ein bisschen aufgeregt habe. Könnte auch ein bisschen viel gewesen sein. Blitzbrocken erhalten. Wow. Nee, 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 nee. Du hörst jetzt mal auf, hier rumzuspringen. Aufhören, der springt gleich nochmal. Ja, das hier war nichts. Das ging ja mal voll in die Hose. Ich hab Angst. Wenn der springt, das ist immer blöd. Oh, oh, jetzt. Ja, ich komme aber nicht schnell genug weg, wenn der springt. Der verträgt aber auch einiges. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die so viel vertragen haben. Nee, 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 nee. Ich werde dieses Mal nicht eingefroren. Das kannst du vergessen. Okay. So. Da bist du noch. So, weg. Irgendwas macht der? Hallo? Der heilt die anderen. Nee, 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 nee. So, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist Schluss. Zack, wo ist der? Ach, der ist gar nicht gesprungen, der ist kaputt gegangen. Ja, das ist natürlich noch besser. Das ist natürlich noch besser. Ich würde sagen, wir laufen hier rechts entlang. Oh, shit. Oh, nein, ich krieg niemanden mehr. Ja, verdammt. Ich habe mich versucht zu beeilen. Ich hab's versucht, Lucien. Es tut mir leid. Muss jetzt ein bisschen auf meine Lebenspunkte achten. Moment mal, ich habe doch Heilsteine. Oh, shit. Falsche Taste. Ah ja, die müsste ich aber erst aufladen, damit ich die benutzen kann. Nächstes Mal. Vielleicht habe ich ja Glück und hier droppt jemand was. So, weg mit euch. Die vertragen mehr als vorher. Kann das sein? Oh ne, die hier nicht. Aber die Schleime, die haben sich so gezogen, fand ich. Du bist nur einer. Gott sei Dank. Ja, ich glaube, 3 Stück müssen es... Oh ne, hier sind eine Menge. Okay, ne, 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 ne. Flammenhieb, hier gibt's nichts. Ihr braucht euch nicht zusammenzutun. Vergisst es. Oh, der ist der Troll. Oh, ein Stufenaufstieg wäre für mich auch richtig toll. Wegen meiner Lebenspunkte und so. Möchte ich nur mal so erwähnen. Was ist hier los? Hier gefriert doch schon wieder irgendjemand rum. Ich habe doch den Hauch gesehen.
Ihr müsst leider... Ja, sehr schön. Kaputt. Qualitätssalz erhalten. Du musst auch kaputt gehen. Du darfst mir gerne Leben da lassen, wenn du möchtest. Was hältst du von der Idee? Und nicht allzu viel. So. Aufpassen. Ja, ja. Ich hatte es schon im Visier hier. Da hinten sind schon wieder welche. Aufpassen. Lucien, aufpassen. Ich hab's dir gesagt, dass du aufpassen sollst. Hier. Ja, kein Thema. Ayla, du musst wechseln. Achso, ich drücke die falsche Taste. Okay. So, hallo ihr zwei. Ihr müsst hier weg. Ich traue euch nicht so ganz. Und? Ihr seid kaputt und ihr hinterlässt auch nichts. Hey! Nein? Achso, Crushed Ice. Ja, okay. Ich dachte schon, die wollten hier jetzt anfangen, mich nochmal zu vereisen. Das ist nämlich nicht schön. So, jetzt haben wir hier... Da ist doch noch einer. Oh, ich bin voll reingelatscht. Oh, wie dumm. Wie selten dumm. Doik hat schon wieder sehr viele Lebenspunkte verloren. Der hatte erst eben einen Stufenaufstieg. So, erledigt. Den haben wir. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier um den kümmern. Flammenhieb. Zack. Moment. Zick. Zick, zack. Jetzt. Okay. Aufpassen. Oh, da hinten ist noch einer. Oh, die sind so ätzend. Die teilen so viel aus, wenn die springen. Ich kam noch gerade so davon. Okay, wir müssen hier nochmal ein bisschen was einsetzen. Ich hatte doch irgendwo diesen Inferno-Hieb. Zack. Der geht ziemlich flott. Und wie viel? Ja. Oh, nee, der ist gesprungen. Ich dachte, der wäre jetzt down. Oh, ja, so kann es gehen. Sag mal, wie viel verträgst du? Ah ja, alles klar, jetzt ist Schluss. Na Gott sei Dank. Ja, wir bräuchten hier aber ein bisschen Heilung. Haltet ihr euch mal bitte ein bisschen im Hintergrund? Oh mein Gott. Zick, zack. Sehr, oh, und der Troll ist auch noch mit dabei. Oh, super. Vorsicht. Vorsicht. Ah, ich habe noch Monsterkopane, die ich benutzen kann. Konzentration. Sehr gut. Jetzt erstmal hier meine Monsterkopanen rufen. Die rufe ich jetzt alle. So, weg mit dir. Weg, 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 weg. Wo ist der Troll? Den, ah. Ja, ja, ich weiß. Alles gut. Es sind sogar zwei Trolle. Ich muss so in dieser Richtung. Jawohl, ich glaube, das hier ist gut. So, geht kaputt. Hat's gereicht? Nee, hat's nicht. Es sieht nicht so aus, als hätte es gereicht. Warum greift mein Skelett eigentlich nicht an? Oh mein Gott. Wow. Das hättest du wohl gerne. Aufpassen. Doric, hier. Bitte. So, hier den anderen Skelett, aber der greift nicht an. Warum greifen die eigentlich nicht an? Die haben bestimmt Angst. Ich verstehe das ja auch. Aber ich komme hier nicht rum. Das mag ich natürlich gar nicht, wenn die mir hier die Wege blockieren. Jawohl, sehr schön. Ich habe auch einen Roll. Okay, perfekt. Aufpassen, Fuß. Ja, und dann kommt... Oh, ich konnte noch weg. Richtig gut. Danke für die Abwehrkraft. Kirill. Kirills Werk. Okay, gut. Weiter. Ich werde jetzt erstmal die linke Seite vornehmen, bevor ich in die Mitte gehe, damit rechts und links sauber ist. Da ist noch ein Gegner. Aber meine Skelette, die sind da. Die sollten das schaffen. Die sollten das eigentlich schaffen. So, ich weiß nicht. Oh Gott, das sind auch wieder Trolle. Oder Moment, ich gehe erstmal. Wie viele sind das? Okay, da ist einer. So, hier kommt meiner hin. So, und ich kümmere mich erstmal hier um die hier. Um die Skelette. Super. Wo ist mein Troll hin? Ach, der bewacht seinen Posten gar nicht? Oh, ja super. Der macht dann einen Angriff und dann ist der weg. Das ist natürlich blöd. Hab mich da jetzt darauf voll versteift. Super. Gut, dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid, falls ich es dann nicht wieder vergessen sollte. Immerhin. Hier habe ich noch ein Skelett. Warte, hier müsste noch einer sein. Ah, hier. Hab dich nicht gesehen. So, nehme ich noch ein Skelett mit. Und Lebenspunkte. Nehmen wir auch gerne mit. So, ich könnte jetzt hier entlang. Und die von hinten quasi angreifen. Ah, ja. Der Schleim.
So, haben die sich schon zusammengetan? Nee, noch nicht. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg, weg, weg. Oh, Ayla. Ja, sorry. Mir tut das ja auch total leid und so. Geh weg. Geht weg. Geht kaputt. Geh kaputt. Ganz genau. So, und du musst hier auch niemanden eingefrieren. Du gehst auch kaputt. Okay, oh, das sind immer noch zu viele. Die haben sich schon zusammengetan. Ich habe gesehen, wie sie Freudensprünge... Och nee, ich habe die Freudensprünge gesehen. Ja, da ist er. Ach nee. Ayla. Oh, Godly. Geh doch mal weg. Wo ist Ayla? Ich sehe sie nicht. Ah, da auf der Brücke liegt sie. Und die Trolle sind da. Ja, weil ich die eben von der anderen Seite so ein bisschen getriggert habe, ne? Weil ich da meinen Troll abgestellt habe. Ich dachte, er würde vielleicht gegen die kämpfen und... Ja, falsch gedacht. So, Moment. Ich habe hier Flammenhieb. Okay, Moment, Moment. Lass mich weg. Oh Gott, Gott sei Dank. So, zick, zack, zick, zack, zick, zack, zick, zack. Jetzt! Okay. Super. Dann ist der jetzt hoffentlich... Oh nein. Wie viele Lebenspunkte hast du? Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Einer. Einer ist weniger. Er hat keine Münze da gelassen. Das ist natürlich frustrierend. Jetzt. Vorsicht. Ja. Das macht mir gar nichts. Ja, das hier sieht gut aus. Und ich habe die Konzentration auch schon wieder voll. Die benutze ich jetzt auch. Damit ich meine volle Konzentration dem Pudding geben kann. So, die hebe ich auf. So, dann komm du mal her jetzt. Ja, das macht mir gerade gar nichts. Moment, ich stelle mich... Nein, ich habe ihm den Rücken gekehrt. Oh, ich habe gerade... Ich stehe gerade voll beschissen. Aber hier, das Vieh hier neben mir könnte es abbekommen. Ja, immerhin. Dann ist das nicht so ganz umsonst gewesen. Genau, mach du mal hier deinen Flammenangriff. Sehr schön. Oh, oh, aufpassen. Ja, ich weiß. Jetzt ist er weg. Super. So, hier ist noch eine Münze. Ja. Hier liegt auch noch was. Was ist denn hier mit dir los? Tja, alleine fühlt sie dich wohl nicht so stark, ne? Wenn deine Friends nicht mit dabei sind. Gut, wunderbar. Gut, dann verteidige du hier den Posten. Ganz genau. Ich kümmere mich da hinten um die anderen drei, die da hinten noch stehen, fliegen. Ja, ich weiß. Du hast besondere Bedürfnisse. Kein Thema. Erfülle ich dir. Aufpassen. Zack. Das war der Angriff von oben. Ah, ich weiß nicht, was das für ein Zauber ist. Deswegen springe ich einfach mal. Hat er sich geheilt? Irgendjemand hat sich geheilt. Könnte aber auch Curl gewesen sein. Super, dann können wir ganz entspannt durch die Mitte. Ganz entspannt durch die Mitte. Ich bin überrascht, dass es hier keine Schlunderwärter gab. Und warum bin ich beim letzten Mal dann so gescheitert hier? Hallo. Okay. Nee, ist doch alles ganz easy. Was ich hier sehe, da oben ist sonst niemand mehr. Doch, irgendjemand Großes ist da oben noch. Irgendjemand Großes scheint da zu stehen. Wow. Ah, die sind auch groß auf der Dings, auf der Minimap. Ich dachte, das wären andere. Oh, der ist eingefroren. Okay, Moment mal. Wow. Den wollte ich hier einsetzen. Was hält ihr denn hier von meinem Droll? Zack. Ganz genau. Auch mal klare Linien gesetzt hier. Was ist mit dir los? Kann ich irgendwie... Moment mal. Ich habe irgendwie aus welchen Gründen auch immer so viel Leben verloren. Nicht toll. Ganz und gar nicht toll. So, der ist weg. Ein Stufenaufstieg wäre jetzt echt voll perfekt. Möchte ich nur mal... Oh mein Gott, erwähnt haben. Weg, schnell. Oh mein Gott. Danke, jetzt hier. Meiner muss ran. Okay, erledigt. Sehr gut gemacht. Jawohl, Blitzbrocken erhalten. Super. Sind hier irgendwo Vasen gewesen?
Ich kann mich nicht erinnern, Vasen gesehen zu haben. Wer ist denn da jetzt in der Ecke? Ah, hier ist noch einer. Die Puddinge. Ach, die Puddinge, die Schleime. Die müssen weg. Schnell weg. Wow, wow, wow. So, wow. Oh, ich wollte drüber springen. Ist mir gut gelungen hier, ne? So, hier, zack. Ah, die Konzentration. Ja, dann mache ich das, wenn ihr das nicht von selber tut. Vielleicht habe ich das aber auch so eingestellt, dass sie das nicht können. Das ist auch gut möglich. Sollte ich vielleicht dann auch öfter mal so durchchecken. Die Monster treten die Flucht an. Nein, nicht die Flucht antreten. Warum? Da oben sind noch zwei. Das, ich wollte das alles noch mitnehmen. Ja, aber da stand doch niemand, ne? Ist ja auch wieder richtig gut gemacht. Ja, weil sie treten ja die Flucht an. Komm, wir müssen weiter, Leute. Da oben sind noch zwei. Die gehören jetzt nicht dazu, dass sie die Flucht antreten, oder? Ah, die zweite Rolle. Okay, jetzt. So, da muss ich nochmal wechseln. Irgendjemand hatte hier nämlich noch die Konzentration voll. Sehr schön. Swag, Swag, Swag Angriff. Kann's ja losgehen. So, Blitzableiter. Zack. Sehr schön. Kann auch sein, dass wir unseren Swag gar nicht mehr benötigen, dass der so down geht. Sehr schön. Ah, da ist noch einer. Moment. Hier setze ich mal... Ich wollte gerade eigentlich meinen Troll einsetzen. Ich würde mal stark behaupten, das ist es für dich gewesen. Ich habe die Münze noch nicht mal aufgesammelt. Achso, das ist ein Schild. Ich dachte eine Münze. So, hier. Zack. Hier ist auch noch einer. Oder war das der? Egal. Weg ist weg. Weg, weg, swag, swag. Alles weg. Ja, gelobt sei die Göttin. Noch eine Mission. Erfolgreich abgeschlossen. Wunderbar. Und? Hatte jemand einen Stufenaufstieg? Ja, Carol hatte tatsächlich einen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Bekommt auch nochmal 7 Talentpunkte, 3552 Goldmünzen. Ja, hier haben wir doch einiges bekommen. Fledermausflügel, magische Tierknochen, spezieller goldener Gebetskranz. Dein Inventar ist voll. Wie es scheint, musst du ein paar deiner Gegenstände verkaufen, um Platz zu schaffen. Ah, es geht ja gut los. Warum voll? Ja, ich bin nur hier, um Sachen zu verkaufen. Zutaten. Okay, Moment. Silberbarren, die verkaufe ich. Das bringt uns ja Geld. Das möchte ich noch loswerden. Silberklumpen. Die kann man auch loswerden für unsere Moneten. So, jetzt habe ich noch mal ein bisschen Platz. Was könnte ich denn noch verkaufen? Frische Milch. Hier, 17. Krötenöl könnte ich ein bisschen was verkaufen. So, zack. Gut, nee, das soll es jetzt mal gewesen sein, danke. ja, ich möchte die Mission jetzt auch gerade als erledigt melden. Und dann können wir, hätten wir ja noch Zeit für eine noch zu erledigen. Mission als geschafft melden. Genau, eines auf den Hut. Ist gemeldet, ist erfolgreich abgeschlossen. Maggie, die Modistin. Abgeschlossen. Unsere Belohnung dafür ist... Lucien erhält eine Feenglut. Okay. Eine weitere Mission annehmen. Raus aus den Federn. Zwei Hörnflügel. Ja, raus aus den Federn. Mission angenommen. Ja, da müssten wir mal gucken. Viel Glück. Ja, ich kann sonst keine weitere annehmen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich guck mal eben schnell. Mit euch noch zusammen. Mission einsehen. Haxaurien. Drachenhaut. Ja, Chimären. Dafür brauche ich Glitchkraut. Hammerkauz.
Genau, ich guck mal, wo die Hammerkreuze sind. Und nehme euch wieder mit hinzu, wenn ich sie gefunden habe. Bin jetzt gerade in Ingenua gewesen, da gab es die Gegner aber jetzt nicht. Wir können aber eigentlich nochmal in den Ort hingehen, in dem wir eben gewesen sind. Denn da, diese gelben Fledermäuse, nenne ich es jetzt einfach mal. Oh, die haben einen Namen, die fängen irgendwie mit D was an. Ich weiß nicht mehr, Dragonik oder so irgendwie heißen die. Und von denen brauche ich nur noch zwei Stück. Ayla hat einen Stufenaufstieg gehabt, genau, richtig. Sie bekommt jetzt noch 7 Talentpunkte, 1371 Goldmünzen, Fledermausflügel. Habe ich da nicht welche gebraucht für einen Auftrag? Mission einsehen? Ne, alles in Arbeit. So, wie heißen die denn? Hammerkauz, hier, Trakina. Das sind die gelben. Oder die goldenen von mir aus. Fledersäue, ja, Minidämon. Okay, Flatterfeder, das ist das, was ich gebraucht habe, die Flatterfeder. Da würde ich, würde gerne mal nochmal zurückgehen. Wo war denn das? Es war in Sylvania, ne? Sylvania, wo ist Sylvania? Hier ist Sylvania. So, dann Offizier nehme ich jetzt einfach mal. So, wo sind die Gelben? Wo sind meine gelben Freunde? Ich möchte an euch eigentlich vorbeiziehen. Ihr interessiert mich eigentlich so gar nicht. Ich suche nur die gelben Viecher. Aber ich meine, das sind Erfahrungspunkte und Moneten, die wir hier jetzt noch mitnehmen. Deswegen kämpfe ich mich jetzt einfach mal so hier durch. Hammerkreuze, hallo. Ah, schön, dass ihr hier seid. Aha, das ist ja schön. Dann kann ich doch auch hier ein paar Runden entlang laufen. Ich hoffe, es gibt mehrere von euch. Die Abwehrkraft wurde erhöht. Dankeschön, Carol. Oh, hi. Ich weiß nicht, auf was du wartest. So, oh, das sind ja auch eine Menge. Geht mal zur Seite. Da sind noch Hammerkreuze. Einige. Genau, ich muss hier mal durch. Ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Ich suche hier eigentlich noch andere Gegner. Da ist eine Kiste. Die Zeit sollte ich mir nehmen, um die Kiste zu öffnen. Und? Ja, hallo. Oh. Die sind hinter mir her. Hallo, ich suche eigentlich hier die Goldenen. Meine Friends. Die mich so ein bisschen genervt haben. Die müssten doch hier auftauchen. Die haben wir doch eben hier bekämpft. Oh my God. Was ist denn hier los? Oh, holy moly. Nee, 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 nee. Ich habe mit der Sache gar nichts zu tun. Nein, 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 nein. Lasst mich in Ruhe. Ich habe mit euch nichts zu tun. So, ich laufe jetzt mal hier durch. Gibt's hier gar keine Monster? Jetzt kommen die mir alle nachgerannt. Das ist natürlich echt richtig toll. Warum gibt's hier keine Monster? In dieser Ecke? Komm mir doch jetzt echt nachgelaufen. Kann ich dir irgendwie helfen? Du gehst mir echt auf den Keks. Kommen die anderen jetzt auch? Ich glaube, das sind jetzt nur drei Stück, die mir jetzt nachgelaufen sind, ne? Okay, gut. Dann müssen wir uns mal kurz hier mit denen auseinandersetzen. Zack. Du stehst immer noch. Oh, da kommt schon der Nächste angelaufen. Oh, was ist los hier? Wir wollten gegen euch gar nicht kämpfen. Das war nie meine Absicht gewesen. Ah, hier habe ich was Tolles. Super, magische Tierhaut. Nee, ich brauche die Drachenhaut, ne? Die Drachenhaut brauche ich. Zack. So, Moment, ich gehe mal kurz ins Menü. Verschiedenes, Missionen einsehen. So, Hammerkauz. 60 Stück. Die könnte ich ja zur Not noch hier farmen, falls die anderen hier nicht da sind. Ich lasse euch aber jetzt trotzdem mal noch kurz mit drin, bevor ich mit dem Gefarmen anfange. Denn ich möchte oben mal noch entlang laufen. Vielleicht habe ich ja Glück und kann da welche mitnehmen. So, hier liegt noch was. Zauberzweig erhalten. Stabiler Stock. Was ist denn mit dir los? Geh mir nicht auf den Keks hier. Die fühlen sich immer so übermütig, wenn die in der Gruppe sind. Ne? Dann fühlen die sich immer so stark, habe ich immer das Gefühl. Da hinten ist ein Hammerkauz. Ja, komm, wegen einem laufe ich da jetzt nicht hin. Das mache ich dann, wenn ich euch jetzt gleich rausschneide. Aber ich würde euch gerne noch drin lassen, bis ich oben diesen Weg entlang gelaufen bin. Ihr müsst weg. Dankeschön. Die haben auch noch Leben. Das hier aktiviere ich mal.
Bin ich nämlich von den Hammerkauzen nämlich auch gar nicht so weit entfernt. So, gibt's hier oben keine Monster. Ah, ich habe aber wieder einiges an Geld. Merke ich gerade. Moment, achso, ich kann da nur runter. Können wir hier hochklettern vielleicht? Nee, hätte ja sein können. Ne? Hätte ja eventuell sein können, dass wir klettern könnten. Hätte mich aber ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen überrascht. Wirklich nur ein ganz kleines bisschen. So, warum tauchen hier oben denn keine Gegner? Danke. Das ist das, was ich wollte. Hammerkauz. Oh nein, euch wollte ich hier aber jetzt gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Lass mich das hier erst aktivieren, dann könnt ihr mich angreifen von mir aus. So. Dann muss ich mich jetzt mal kurz darum kümmern. Hammerkäuze sind auch da. Also dann gibt es diese anderen Gegner hier gar nicht. Schade, hätte sein können, dass die es hier oben in der Ecke geben. Ich meine, wir sind ja auch noch nicht fertig. Oben haben wir ja noch eine Ecke mit viel Glück. Kommen wir da hin. Wenn nicht, muss ich hier die Hammerkäuze farmen. Da wäre ich dann auch schnell fertig. Ich brauche nur 60 Stück, glaube ich. 60 oder 80 waren es. Laufe ich hier ein paar Runden und dann ist das gut. So, aber hier müssen doch jetzt auch Monster auftauchen. Eine Horde Monster ist erschienen. Ja, aber euch suche ich nicht. Hier, dich in Gelb. Ich brauche dich in Gelb. Die habe ich gemeint. Ich brauche die in Gelb. Okay, aber die haben auch nicht so großartig Lust, mit mir hier anzubändeln. Okay, gut. Dann schneide ich euch jetzt raus und nehme euch nochmal mit hinzu, wenn ich die 60 oder 80 Hammerkreuze besiegt habe. Das wäre jetzt auch erledigt. Ich habe die 60 Stück zusammen. Sehr schön, dann ist der Weg nicht ganz umsonst gewesen. Wie gesagt, ich hätte gern die anderen erledigt. So, 5476 Erfahrungspunkte. Ich glaube, einer hatte einen Stufenaufstieg. Oh ja, stimmt. Lucien hatte einen und Doric hatte einen. Lucien bekommt 8 Talentpunkte und Doric 6. 5542 Goldmünzen. So, hier habe ich auch nochmal einiges bekommen. Okay, ich konnte aber alles behalten, immerhin. So, dann möchte ich jetzt auch diesen Auftrag hier als gemeldet melden. Geschaffte Mission melden. Auf den Kauz gekommen, so. Meine Belohnung? Die nächste Folge, die werde ich übrigens auch im Anschluss aufnehmen. Und da machen wir auf jeden Fall mit der Hauptstory weiter. So, und hier ist die Belohnung. 2000 Goldmünzen, alles klar. Vielen Dank. Mission annehmen. Die eine möchte ich dann noch annehmen. Hauptpilz mal anders. Von Charlotte. Hast du schon gehört? Anscheinend bekommt man samtweiche, strahlend schöne Haut, wenn man zwei von den Hübschhüten ist, die die Schamanen fallen lassen. Natürlich glaube ich solchen Unsinn nicht. Und nötig habe ich so etwas gewiss auch nicht. Aber ein Versuch kann ja nicht schaden. Ja, okay. Ich werde tun, was ich tun kann, damit du schön bleiben kannst. Und geschmeidig und was auch immer. Gar kein Thema, das bekommen wir hin. Okay, wunderbar. Das ist alles an geschaffte und gemeldete Missionen. Dann werden wir in der nächsten Folge nach der Post gucken. Wir werden noch ein bisschen was an hier mit der Kugelfrau, werden wir uns mal noch ein bisschen auseinandersetzen. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was Neues kaufen können. Und werden hier mit der Story auch weitermachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.